So, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video der Wi-Fi Battles im Online-Turnier. Und wir möchten weiterkämpfen, natürlich. Ist das süß. Ich habe 17 Kämpfe bestritten und 5 Siege geholt. Geil. Oh Gott. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin der Underdog. Niemand... Ach du Scheiße. Nein. Oh nee, komm. Das riecht schon so nach Knuddler oder so. Staffette. So, dich nehme ich mit, dich nehme ich mit und dich nehme ich mit, damit ich die Feenschwäche so ein bisschen in Grenzen halte. Gut, ich habe jetzt nichts, um Irrlicht irgendwie wegzuwerfen, um Irrlicht abzuwenden. Aber ich probier's. Ich probier's auf jeden Fall. Captain will mit dir kämpfen. Okay, Captain. Dann kämpfen wir. Blaziken. So, bist du halt immer mein Bedrohung verfallen. Könnte jetzt natürlich auch sein, dass er auswechselt. Er wechselt aus. Heißt, ich habe einen Free Turn. Heißt. Ist das putzig. Ein Knuddeluff. Knuddeluff könnte aber Donnerblitz. Dann ist es nicht mehr so putzig. Er könnte aber auch irgendeine Feenattacke machen. Er kann Donnerblitz. Ah, au, au, au. Autsch. Mach das nie wieder. Hast du mich verstanden? Mach das nie wieder. Ich bin jetzt doppelt geboostet. Ich bin jetzt ein Mega-Garados. Und mit diesem riesigen blauen Shrimp könnte ich... Oh, ein Volltreffer. Endlich mal. Endlich. Blaziken, jawohl, so. Dich weiß ich jetzt auch nochmal eben die Schranken, mein Freund. Wobei, er könnte auch Schutzschild machen. Okay. Eine Mega-Entwicklung. Er macht Schutzschild. War eigentlich schon vorherzusehen. Nun weiß ich nicht. Bin ich jetzt schneller? Das ist jetzt nur die Frage. Ich bin schneller. Oh mein Gott. Wisst ihr, eigentlich sollte man Mega Garados ja ins Uber verbannen. Generell. Weil ihr seht ja, zweimal Drachentanz und dann ist vorbei. Oh. Ich bin Azumarill und ich habe eine Beere. Okay, Azumarill. Ist zwar schon gut, aber kannst du auch meinem Panzer-Aeron was entgegensetzen? Ich meine, er hat jetzt verloren. Ich muss jetzt nur noch mit Toxin treffen und dann ist die ganze Geschichte, ja... Die Geschichte ist gelaufen, der Kampf ist gewonnen. Jetzt müsste nur noch eine plötzliche Aneinanderreihung von Zufällen dazu führen, dass mein Panzer-Aeron direkt ge-one-hitted wird. Und ja. Azumarill, was tust du jetzt? Ich meine, ich mache jetzt Ruheort einfach aus Prinzip. Aber... Azumarill, ich glaube, mein Beulenhelm und die Vergiftung sorgen dafür, dass du besiegt wirst. Heißt, ich habe den Kampf gewonnen. Heißt, ich habe... Geil! Ja! Geil! Geil! Kampf Nummer 6, glaube ich, gewonnen.
Aber es ist geil. Es ist richtig cool. Nein, möchte ich nicht speichern. Ich möchte aber den Kampf fortsetzen. Ich möchte weiterkämpfen, ja. Oh, Sasami aus Deutschland. Auch noch aus NRW. Ah, mit einem Cosplay-Pikachu. Ist ja putzig. So, dann nehmen wir das mit. Dann nehme ich das mit. Und dann nehme ich... Ein Weilord, aber ich glaube, Weilord wird er nicht mitnehmen. Ich nehme trotzdem Voltenso mit. Für den Fall, dass er nämlich meint, mit Pikachu zu sagen, ach ja, ich mache jetzt Donnerblitz. Ah, er kommt auch mit Garados. Nett. Trotzdem werde ich meinen Garados austauschen, weil... Besser halt. Er könnte jetzt mit Erdbeben kommen. Er kommt mit Eiszahn. Okay. Oh. Okay. Ah, okay, gut. Wer mit mir die Karten mal mischen? Ja, ich werde jetzt meine Mega-Entwicklung nicht dafür riskieren, um irgendwie Latios zu besiegen oder so. Ja. Fast schon, wie ich es mir gedacht habe. So, und ich werde jetzt auch mal die Mega-Entwicklung nutzen. Entweder um Psychoschaden abzufangen oder um Donnerblitz schwächer zu machen. Er könnte natürlich auch eine Feenattacke machen. Aber er macht Feuerodem. Er will mich paralysieren. Er hat mich paralysiert. Okay. Weißt du was, Latios? Das finde ich absolut nicht cool von dir. Absolut nicht. Er macht Feuerodem. Aha. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich Kaskade mache. Aber... Ich mache jetzt Steinkante. Ich würde ja gerne Steinkante machen. Unglaublich. Ich bin die ganze Zeit paralysiert. Die ganze Zeit. Wie kann das? Das kann nicht sein. Es ist unmöglich. Nein. Das geht nicht. Autsch.
So, stirb, Latios. Wenigstens eins besiegt. Wenigstens. Okay. Gut. Garados. Garados kann keine Prioritätsattacke. Garados dürfte auch nicht schnell. Dürfte nicht schneller sein als ich. Mhm. Und? Was kommt jetzt noch? Das heißt Mega Metagross. Es war so klar. Also ich müsste jetzt mit Hitzekoller einen Volltreffer machen, um dieses Scheißvieh zu besiegen. Es besiegt mich mit Psychokinese. Weil es es einfach kann. Aber es war ein knapper Kampf. Es war knapp. Das muss man noch dazu sagen. Es war knapp. Aber okay. Ich möchte weiterkämpfen. Und es ist dann noch der letzte Kampf für heute, beziehungsweise für dieses Video. Mal gucken, wieder... Natürlich, warum frage ich eigentlich? In jedem Video muss mindestens ein Japaner dabei sein, mindestens. So, machen wir Garados als Lead. Voltensor einfach nur um Gardevoir oder Landturm irgendwie zu nerven. Und ich nehme noch... was könnte ich denn noch mitnehmen? Zubiris, ja, wobei Zubiris wäre jetzt auch wieder so anfällig. Nimm mal Panzer-Aeron mit. Einfach nur mal so. Okay. Ein Kampf gegen einen Japaner. Gegen eine Japanerin. Das ist mir scheißegal. Ein Vipitis? Okay. Vipitis wird mich mit einer Giftattacke angreifen. Vipitis werde ich mal sofort den Garros machen. Wechsel dich. Oh. Okay. Ich habe jetzt einen Wahlschal. Nett. Und ich kann jetzt eigentlich in Ruhe Stachler auslegen. Ich meine, wechsel dich hätte sowieso nicht geklappt, weil den Megastein kann man nicht wechseln. Aber... nett, dass er mich schon mal schneller machen wollte als alles andere. Na, wirst du jetzt Gardevoir reinrufen? Scaraborn. Okay. Ja, es ist eigentlich klar, was du machen willst, Scaraborn. Es ist klar. Es ist vollkommen klar. Du willst natürlich deine Mega-Entwicklung machen. Und da du noch nur Nadelrakete und Felswurf kannst, wirst du Felswurf machen.
Aber schön, dass wir auch mal Mega-Scaraborn sehen. Wow. Aber Panzer-Aeron macht das, was es gut kann, nämlich Stachel auslegen. Und ich dürfte noch eine... Okay. Ich bin jetzt etwas irritiert. Warum machst du mir nicht einfach den Gar aus? Bitte, Scaraborn? Ja, warum nicht gleich so? Was? Oh Gott. Ich krieg die Krise, ey. So. So, mein Freund, was wirst du jetzt tun? Wirst du jetzt auswechseln? Oder wirst du drinbleiben und einen Felswurf riskieren? Was wirst du tun? Sind jetzt drei Stachler ausgelegt worden. Aber ich denke, durch den hohen Angriff wird er eigentlich drinbleiben. Er macht was? Was? Ich verstehe. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Er wechselt aus. Okay, gut. Landturn. Landturn, wenn du jetzt meinst, du könntest mich jetzt irgendwie schocken oder so. Dann kannst du das mal schon direkt vergessen, weil ich werde nicht auswechseln. Ich werde auch keine Mega-Entwicklung machen, ich bitte dich. Aber ich dachte mir schon, dass Landhorn dabei ist. Ich mache zwar mit Hitzekoller null Schaden, aber das interessiert mich nicht. Er kann ja eine Wasserattacke machen, Mann, wenn er will. Er macht Eisstrahl. Okay. Nett. Na, ah, Voltabsorber. Da war ja was. Stimmt. Ja, gut, okay. Alles klar, Voltenso, dann opfere ich dich jetzt. Das war natürlich jetzt dezent scheiße von mir. Ja, okay, den Schuh ziehe ich mir an. Okay, alles klar. Doch, Mega-Entwicklung plus Erdbeben muss... Das reicht definitiv aus. Definitiv. Ah, komm schon. Sehr schön. Pites. Aha. Okay, gut. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum Vipites. Meint er jetzt... Scheiße, Vipites. Vipites ist schneller. Warum zur Hölle ist Vipites schneller?
Okay, gut. Ich hätte Dragon Dance machen müssen. Ja, und jetzt ist der Kampf vorbei. Wegen einem schnelleren Vipitis. Wegen einem schnelleren Vipitis. Das muss man sich mal vorstellen. Pff. Alter! Das gibt's doch nicht! Alter! Wie kann das? Das Ding hatte ja auch keinen Walschal mehr. Hä? Ich versteh's nicht. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video dann und bis dahin, haut rein und ciao!